Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Wir sind schon bereit. Wir gehen jetzt gleich in einen Schwarzwälder Hof, weil die Oma, meine Mama, hat heute Geburtstag. Und da feiern wir heute. Und in diesem Schwarzwälder Hof werden wir Mittag essen. Und da ist aber auch ein Campingplatz und ein Hotel. Also so, ich zeige es euch nachher, wenn ich dazu komme. Hotel. Und ein Hotel ist Mama, da dabei. Mama, ich will ins Hotel. Wir gehen in das Hotel und wir tun dort auch ins Schwimmbad gehen und in die Sauna. Aber wir schlafen nicht dort. Na, aber wir gehen dort ins Schwimmbad und essen was. Ich hoffe, ich kann euch da ein bisschen so rumführen und mitnehmen. Ich weiß ja nicht, wie man da filmen kann. Das darf man ja nicht überall, aber ich werde es versuchen. Ja, da gehen wir jetzt gleich hin. Wir haben meiner Mami alle zusammen, die ganze Familie, meine Geschwister, mein Papa, ein neues iPhone geschenkt und André richtet das jetzt gerade noch ein. Meine Eltern sind jetzt schon mal vorgefahren, die waren jetzt gerade hier und jetzt macht André das Handy startklar und meine Eltern fahren schon mal vor und dann bringen wir das neue Handy schon komplett fertig mit. Ich habe gerade Lelün-Werbung gemacht, falls irgendjemand von euch kein Instagram hat. Mama, wir gehen los. Wir gehen gleich los. Jana Family 40 für 40% Rabatt bei Lelün. Wir sind nicht fertig. Nur weil ich euch versprochen habe, dass ich die Rabattcodes immer nenne. Liantin ist natürlich ein bisschen ungeduldig, weil sie unbedingt jetzt in das Hotel möchte und essen gehen und schwimmen gehen. Das Coole ist eben bei diesem Schwarzwälder Hof, dass man da nicht Hotelgast sein muss, um ins Schwimmbad zu gehen. Man darf da auch, natürlich mit Eintrittspreis, aber man darf da eben auch in Sauna und Schwimmbad. Was wollte ich euch noch erzählen? Lelün, ich sag euch nur die Codes, weil ganz viele mir geschrieben haben, bitte Jana, sag die Codes auch auf YouTube, weil einige nicht bei Instagram angemeldet sind. Was wollte ich euch noch? Nee, ich glaube, das war's. Wir machen jetzt das Handy startklar und gehen dann in den Schwarzwälder Hof und da melde ich mich wieder. Der kleine Ben schläft gerade noch in der Swing to Sleep, aber wir brauchen ja auch noch ein paar Minuten. Boah, und es ist schon wieder so heiß, das ist der Wahnsinn, das ist so heiß. Komm, wir gehen mal aus der Sonne raus, Schatz. So, ihr Lieben, wir sind angekommen und ich zeige euch das nachher noch besser. Aber hier sind wir jetzt auf der Terrasse vom Restaurant und nach unten kann man schon auf den Campingplatz schauen. Also das ist ein Campingplatz, ein Hotel, ein Restaurant, also ja, alles in einem. Und mitten im Schwarzwald, von uns ungefähr 20 Minuten Fahrt. Hier sieht man ein bisschen die Terrasse und wir sitzen aber drinnen wegen den Wespen. Also wunderschön hier, richtig in der Natur. Überall sieht man den Schwarzwald ringsum und das Haus ist so ein Block, heißt das Blockhaus? Wo aus Baumstämmen gemacht ist, aber so richtig dicke Baumstämme. Seht ihr das? You gotta listen up, there's not a thing that I can get from you. Hier gibt es noch Salatbuffet und das ist bestimmt auch der Frühstücksraum, wie man hier sehen kann. Und hier kann man jetzt zu Mittag essen, aber auch ein Salatbuffet. Ferienparadies Schwarzwälder Hof. So schön, wirklich. So, jetzt sind wir hier unten im Sauna- und Wellnessbereich und weil gerade niemand da ist, zeige ich euch kurz, was es hier gibt. Schaut mal, voll schön. So ein kleines Bächlein. Hier kann man rein. Da ist ein Dampfbad. Das können wir auch gleich mal anschauen. Und ein Klo. Und hier kann man durchlaufen, Liana. Da kann man durchlaufen. Das ist bestimmt eiskalt nach der Sauna. Und der Papi steht hier schon unter der Schneedusche, Eisdusche. Da kommt so eine es kommt wirklich Eis runter. Schaut mal, wie cool. Und hier sind ganz viele so Holzhäuser. Also so wie das Haus auch außen aussieht, sieht es jetzt auch innen aus. Und da gibt es jetzt auch verschiedene Saunen. Also total cool. Hier gibt es ein beheiztes Kiesbett. Ja, jetzt gehen wir ins Schwimmbad. Tropenregen und Erlebnisdusche. Und hier eine Farblichtsauna 60 Grad. Eine finnische Sauna 80 Grad. Wir gehen jetzt in den Naturschwimmteich, da darf man nur nackig rein. Massage, Kosmetik, Bistro, Panorama, Sauna und Pölensauna. Und hier ist jetzt ein Schwimmteich. Wow, das ist eine wunderschöne Sauna. Seht ihr die? Ja klar, seht ihr die. Ich filme mal durch die Scheibe durch. Total schön. Also wer Sauna liebt, wird hier definitiv bedient. So mal, wo grün ist.
Wo ist grün? Da ist grün. Nee, das ist gelb, Schatz. Ah, nee, du hast recht, Entschuldigung, das ist grün. Aber das ist nicht das Richtige, oder? Wir brauchen ein anderes Grün. Er ist schüchtern. Such mal ein schüchternes Gesicht. Hier ist noch eine weitere Sauna, die dann rausschaut auf den Teich. Die Panorama-Sauna. 90. Und 90 Grad. Sauna? Was war die andere, wo du drin warst? Nicht so weiß. 80. Und hier ist die Höhlensauna. Die hat 95 Grad. Wow, das ist ein Ruheraum, ha? Huh? Da sind ganz viele Liegen und eine tolle Holzbrücke. Wow, und Infrarotlicht sehe ich da hinten. Siehst du das rote Licht? Stimmt, und da sind gelbe Lichter. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter, gehen wir weiter. Oh, und hier ist noch ein Ruheraum. Oh, schau mal, hier ist noch ein Ruheraum zum Entspannen. Also so toll hier. Multivitaminschale, Mineralwasser, Tipps, Papi natürlich. Hopfensmoothie. Bierchen. Hopfensmoothie. Hopfensmoothie und Salzstängelchen. Seht ihr ganz vorne im Baum? Da ist ein Häuschen, ein Baumhäuschen und das kann man mieten und da kann man drin schlafen. Also es gibt einen Campingplatz, es gibt wohl Hotelzimmer und es gibt so Baumhäuser. Also wir waren jetzt mehrere Stunden in dem Wellnessbereich, der wirklich sehr, sehr schön ist. Preislich war es jetzt schon heftig, weil Liana auch bezahlen musste. 25 Euro Tagesticket, weil wir länger waren wie 3 Stunden, glaube ich. Liana, ich und André mussten 25 Euro bezahlen, also 75. Und da haben wir noch ein bisschen was getrunken, also so 100 Euro haben wir jetzt schon da gelassen. Aber es war schön, hat sich gelohnt. Ganz schön gut. Alles, was kommen soll, wird sowieso kommen. Was verloren gehen will, geht sowieso verloren. Meine Lieben, wir sind zu Hause. Kannst du kurz zu Ben gehen? Wir sind zu Hause. Es war wunderschön, aber ich konnte natürlich nicht viel vloggen. Ne? Im Wellnessbereich war dann irgendwann super viel los. Und auch so nackige Leute, genau. Aber auch ums Hotel rum waren halt immer Camper. Ich wollte euch ja eigentlich den Campingplatz noch zeigen und so, aber da saßen halt alle an ihren Autos. Und dann kann ich da nicht einfach die Kamera hinhalten. Schade, weil es war echt toll dort und wunderschön und definitiv ein Erlebnis wert. Also wenn ihr hier in der Nähe seid, vielleicht sogar mit dem Wohnmobil oder mit dem Wohnwagen, dann fahrt unbedingt mal zu dem Schwarzwälder Hof. Das Essen war mega lecker, der Wellnessbereich ist super top und es gibt eben wunderschöne Stellplätze direkt im Schwarzwald. Jetzt sind wir wieder zu Hause, André geht jetzt mit Mia an den See. Ich werde die Kinder ein bisschen bespaßen und dann werden wir heute Abend noch ein letztes HelloFresh-Gericht machen. Dann habe ich für 2 Wochen pausiert, einfach weil mir die Gerichte nächste Woche nicht so gut gefallen haben. Und dann haben wir gedacht, Schatz, wir haben ja auch noch Borscht, gell? André hat gestern Borscht gemacht. Ja, soll man dann gar nicht grillen? Soll man dann gar nicht HelloFresh machen und grillen? Nee? Morgen, dann grillen wir morgen. Weil André hat gestern Borscht gekocht und das wäre ja jetzt doof, wenn wir jetzt was machen, wenn wir schon was haben. Dann können wir nämlich nachher einfach entweder kalten Borscht oder warmen Borscht essen. Liana mag das auch total gerne mit Backerbsen. Ja, ich muss jetzt zu Ben, ich glaube, der will noch mal schlafen. Ich habe fast die Garnelen vergessen. Ich habe André aus Frankreich Garnelen mitgebracht und die macht das ich jetzt. Isst du dann trotzdem noch Borscht? Ja. Okay, also Borscht und Garnelen. Liana isst jetzt ein Kräuterbrot mit Käse und Oliven, hat sie sich gewünscht. Und ich werde auch Borscht essen. Eigentlich ist es jetzt viel zu dunkel zum Vloggen, ihr Lieben. Ich habe den kleinen Süßen. Eigentlich wollten André, ich und Liana schön Abend essen.
Aber dann war der Ben so knatschig, dass ich gedacht habe, nee, ich muss den jetzt erst hinlegen. Hab ihn hingelegt, dann kam Liana hoch, dann war er wieder wach. Dann habe ich ihn nochmal versucht hinzulegen, dann ist er eingeschlafen, bin ich mit Liana wieder runter. 2 Sekunden später ist er wieder aufgewacht, jetzt war ich wieder oben. Dann kam Liana dazu und wollte jetzt auch schlafen, jetzt habe ich beide hingelegt. Das ging jetzt aber bestimmt eine halbe Stunde, oder Schatz? Halbe Stunde? Mia. Wenn nicht sogar mehr. Genau. Mia, geh mal auf deinen Platz. Das ist eine neue Regel, die ich einführe. Wenn die Kinder schlafen, geht Mia auf ihren Platz. Schatz. Mia auf ihren Platz. Schatz. Mia. Dina Mister. Ah, Mister. Jeden Abend, wenn die Kinder schlafen, ungefähr 3 Minuten später bellt die Mia. Jeden Abend. Wenn André zurückkommt mit der Mia, dann ist sie immer noch so hier im Garten und jeden Abend, 3 Minuten nachdem sie schlafen, bellt sie. Ich werde jetzt kalten Borsch essen und ich habe noch so ein paar Reste mitgebracht. Ich habe hier noch so ein vegetarisches Mühlencordon Bleu. Hier habe ich noch einen Rest Kichererbsen von den Tacos und Käse aus Frankreich. Ich habe jetzt richtig Hunger. Ich habe mich jetzt ungefähr 2 Stunden aufs Essen gefreut. Jetzt schlage ich zu. Ihr Lieben, ich glaube, ich habe heute nicht so viel gevloggt, einfach weil wir den ganzen Tag in dem Schwarzwälder Hof waren. Und da konnte ich nicht wirklich viel vloggen. Und wir wollten auch ein bisschen genießen. Und jetzt genieße ich mein Abendessen und verabschiede mich bei euch und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Vlog wieder dabei seid. Bis ganz bald. Ciao.